Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Dream. Wir sind soeben erst aufgewacht, befinden uns wieder in unserem Zimmer. Es ist 10:30, obwohl wir 10:45 schlafen gegangen sind. Und ja, wir haben ja schon ein bisschen was erlebt, also wir haben schon ein bisschen gegen die Nebel gekämpft, sag ich mal. Wenn die Steuerung hier gewöhnen, sich auch bloß, dass ich alles in der Mitte treffe. Ich weiß gar nicht, ob sich hier denn irgendwas tut in der Zeit. Ach, können wir eigentlich malen? Oh, geil. Lass mal malen hier. Geht nicht. Schade. Wirklich schade. Und damit? Nee, geht auch nicht. Lustig wäre es ja gewesen. Nee, aber ich denke mir so, hier wird jetzt nicht kurz viel passiert sein, während wir so 15 Minuten in der Vergangenheit geschlafen haben oder so. Können wir hier noch an den PC ran? Nee. Ach. Das sieht aber schon so aus wie der Ort, an dem wir jetzt waren. Ich würde sagen, wir gehen zurück, legen uns schlafen. Lass noch mal ganz ruhig das Licht hier an. Und. Ah. Hier baut sich doch einiges zusammen. Ich kann nur leider nicht zoomen oder so. Wüsste zumindest nicht, wie das funktionieren sollte. Wir waren ja aber auch schon im Winterwunderland und würde Ich ich sagen, hoffe, gehen das wir wird dahin heute ein zurück. guter Traum. Der letzte war ziemlich abgedreht. Ja, das stimmt allerdings. Also ich schätze mal, wenn wir jetzt nicht unbedingt das Spiel beenden, kommen wir hier auch nicht wieder zurück. Ich weiß es nicht. Ich habe ja wirklich das letzte Mal nach der Aufnahme Schluss gemacht. Und mal sehen, wo machen wir jetzt weiter? Hier drinnen. Okay, klar. Ergibt zumindest Sinn. Ich könnte schwören, dass hier bei jedem Besuch mehr Würfel sind. Keine Ahnung, zähle ich die denn? Also hier ist zumindest noch die Münze, die wir letztens auf der Mitte gefunden haben. Das Spiel ist manchmal echt böse. Wenn es gerade speichert oder lädt, dann ist das echt gemein. Okay, wir gehen zurück rein. Und ja, mal gucken. Lädt doch ganz schön lange. Sind wir jetzt wieder im Winterwunderland? Na? Vorhin haben wir ja noch nicht jeden Ort besucht. Das ist ja das, was mich momentan am meisten ärgert. Ich weiß ja nicht, wie die Oase vorher aussah. Kommen wir jetzt da nochmal hin? Ich habe keine Ahnung. Wir sind auch in den Himmel geflogen, so ein bisschen. Ah, okay. Alles weiß, schon klar. Wüstenpark 2 hatten wir schon gelesen, bin ich der Meinung. Was ist das denn? Hier geht's gar nicht lang. Ist mir beim ersten Mal, glaube ich, lang gegangen. Da geht's noch lang. Pfeil mit der Richtung. Na, dann werden wir dem einfach mal Mann, also folgen. Klein und schnuckelig ist anders. Hier finde ich doch nie im Leben etwas Nützliches. Wo er recht hat. Wo wir hier langkommen. Wir waren ja, glaube ich, auf dem Weg zu der Hohlgasse. Da waren wir letztens noch drin gewesen. Ja, auf dem Weg zum Friedhof, würde ich sagen. Ist das der Weg, ja? Sachen, die auf einmal im Schnee verschwinden. Geil. Ja, schöner Ausblick, aber ich glaube, das bringt uns gerade nicht so viel. Friedhof 1. Joggen wir durch die Kälte, super. Ich glaube doch, beim letzten Mal waren wir schon hier. Folgen dem Pfeil weiter. Boah, ist das kalt, Leute. Ach genau, hier war so ein weißes Portal-Dingsi. Was ich bestimmt auch erstmal ignoriert hatte. Ich bin mir nicht sicher. Sehr praktisch. Wohin zuerst, Howard?
Ja, Oase, Katakomben, Friedhof ist wieder in die Richtung, so vermutlich vorhin vorbeigerannt. Wir versuchen es mal Richtung Oasen weiter. Nicht, dass man hier irgendwas erkennt, wo man wäre oder so. Ich renne hier auch nur noch durch. Na, es hängt da fest ein bisschen. Nochmal ein Schild lesen. Oase 2. Boah, ich hab das Gefühl, wir laufen die ganze Zeit im Kreis. Na super. Nein, nein, das muss so, das muss so. War doch, sind wir nicht im Kreis gelaufen gerade? Ich hüpf da nicht nackt rein. Eiswasser, geil, los rein da. Hab dich mal nicht so hier. Und wenn wir erfrieren, es ist ja ein Traum. Also wenn das hier die Oase ist, denke ich, sind wir doch hier ganz richtig. Oh, eine Taschenlampe. Mupfel? Weh! Na toll. Jetzt kann ich die Piranhas sehen, bevor sie mich aufregen. Ja, jetzt haben wir eine Fackel. Was für Piranhas? Macht mir schon wieder Angst hier, der Junge. Moment mal, ist wie hier nicht gerade erst reingeschwommen? Also schneller schwimmen kann er nicht. Ich weiß nicht mehr, mein Inventar. Wo ist mein Inventar? Sauerstoff. Puh. Ja, also hier geht's nicht weiter. Super. Wieder runter. Ich glaube, hier gibt's noch nichts weiter, außer der Taschenlampe, die wir jetzt haben. Oder... Es war ja Torch, ist ja eigentlich eine Fackel. Ich bin mir da jetzt nicht ganz so sicher. Das sah schon aus wie eine Taschenlampe. Und eine Fackel unter dem Wasser, ich weiß ja nicht. Übersetzungsfehler? Keine Ahnung. Das ist komisch. Yay, es schneit immer noch. Ich habe schon gedacht, es wäre ein bisschen anders, als wir wiederkommen. Hat die Frage, ob wir mit der Taschenlampe vielleicht irgendwo jetzt hinkommen, wo wir sonst nicht hingekommen wären. Das wäre dann doch ganz richtig, was wir gemacht haben. Ah, hier sind wieder die Katakomben. Ah, na, wollen wir nochmal durch? Kommen wir dann wieder zurück? Ist die Frage. Das Licht geht hinter uns nicht aus, das ist ein sehr gutes Zeichen. Aber keine Kabel so bisher. Da sind wir auch letztens schon mal vorbeigelaufen, das weiß ich. Und dann hier hinten irgendwo Kabel. Kabel. Wir suchen den Weg zu den Computern. Wo wir auch einfach von oben direkt drauf gehen könnten. Ich weiß nicht, ob wir, wenn wir hier nochmal durch die Katakomben gehen, noch irgendwas finden werden. Vielleicht ist ja das unser Weg zurück in diese ja, Hitze. Die Wüste eher. Der ewigen Kälte hier folgen macht jetzt auch nicht so Spaß. Oder gehen wir... Ach, hier sind noch Kabel. Da lang oder da lang? Ich glaube, von da kommen die eher. Dann folgen wir jetzt mal den Kabeln. Ja, du schneit. Aber hier sind... Ah, okay. Na gut, der liebe Fahrstuhl kommt zu uns runter. Auch nett. Also sind wir noch in ein und derselben, ja, ich sag jetzt mal Ebenen. Nur, dass wir jetzt halt Winter haben. Und das war dann auch schon alles. Können wir hier nicht nach oben? Bitte mach mal. Danke. Der fuhr schon so schön automatisch runter. Deshalb dachte ich, er fährt doch wieder hoch. Naiv nennt man sowas. Ja gut, dann Oase hatten wir, Katakomben haben wir fertig, den Friedhof könnten wir uns halt ansehen, jetzt wo wir auch unsere wunderschöne Taschenlampe haben. Oder Torch. Ach ja, wir wollten mal gucken, wie wir eigentlich das Inventar aufrufen können. Nee. Nicht so wirklich. Ja, der Friedhof 2, ein Schlafzimmer gibt es da auch noch.
Medienzentrum. Das war das, wo wir gerade herkommen, oder? Dann Friedhof und Schlafzimmer mal irgendwie suchen am besten. Geht das hier rum? Nee. Was zeigt denn der hin überhaupt? Also, muss ich jetzt über die Felsen springen? Ich bin voll schlecht. Hep. Packen wir uns hier irgendwo durch. Sehr schön. Ja, so funktioniert das. Oh, jetzt liegen wir in der Luft und hängen fest. Ja, das habe ich kommen sehen. Hm. Na gut, dann war es halt ein kurzer Part gewesen. So 10 Minuten ist eigentlich okay, denke ich. Ich versuche mal neu zu laden, war. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.